Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland und schon zum zweiten Mal nun in meinem Leben sage ich bei Port Charlotte. OLC01, heavily peated, 9 Jahre alte, aus dem Jahr 2010. Also, nur knapp 100 Euro darf man dafür blechen, für diese Flasche hier, Whisky Base Nummer 158053. Was haben wir jetzt hier? Wir haben 40 ppm erst einmal, heavily peated, alles über 38 habe ich irgendwann mal gelernt, oder 35 ist heavily peated. Also auch interessant, wie sie es hier das gemacht haben. Diese Sache ist tatsächlich auch hier, ich hole es einfach mal raus für mich jetzt hier. Dieses interessant bunte Papier hat tatsächlich hier diese Deckel da unten drauf, damit es genau hier reinpasst und damit alles hier wackelt, passt und hat kein. Passt hervorragend, also sehr gut. Neuen Flaschendesign, seit letztem Jahr ist das hier. Das fing alles mit der O, der MRC 01. Wer hätte gedacht, dass ich beide hochhalten könnte? Und ja. Ich habe, warum bin ich bei Port Charlotte angekommen? Endlich würden viele sagen, anderen werden sagen, oh, Jason, du Verräter. Chris von The Pot Still hat hier mit mir vor ein paar Wochen tatsächlich ein Livestream gemacht und hat 4 rauchige Whiskys untergejubelt. Ich dachte, das wäre nur eine, nämlich der Port Charlotte wäre rauchig. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und das hat natürlich hier gewonnen. Also der. Ich glaube, er hat mir den MRC oder hat er mir den OLC? Ich weiß es nicht, was. Wir sind bei 55,1%. Der MRC war 59,2%. Ausschenken hiervon, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Was haben wir jetzt hier? Wir haben 30% sind First Fill und 40% sind Second Fill amerikanische Whisky, also Bourbonfässern. So, 25% waren es französische Süßweinfässern und 5% waren Second Fill Shiraz-Weinfässern. Und die haben eine Vermählung bekommen für insgesamt 18 Monate in First Fill Oloroso Sherry-Fässern, Sherry Hogsheads, nicht nur Fässern bekommen. Und diese Hogsheads mit der Oloroso Sherry-Fässer kamen vom Jan Petersen Fernando de Castilla in spanischen Jerez. Jerez. Und das ist eine limitierte Abfüllung. Also laut Whisky Base ist die Limitierung auf 30.000 Flaschen bei der 0, bei der 0,7. Ich habe keine Ahnung, wie viel es von der 0,75 gab. Es gibt davon 30.000 Flaschen und das ist die limitierte Abfüllung. Kostet, wie ich sagte, um die 100 Euro. Ja. Manchmal findet man für 93 Euro, aber fast überall ist es für 96, 97, 98, 99 Euro. Das gehört zu der sogenannten Cask Exploration Serie. 2010 ist das tatsächlich destilliert, 2020 ist es abgefüllt, aber die haben nicht die ganze 20, die 10 Jahre voll gehabt. 55,1% habe ich gesagt. Oloroso, was sagt meine Nase hier? Ich glaube, der MRC hat mir besser gefallen. Der wirkt brav, der wirkt zähm, zahm, nicht zähm, zahm. Okay, Vergleich. Comparison Time. So, Glas habe ich hier noch von meiner Verkostung vorhin. So, ich glaube, einige Leute würden sagen, und das ist nicht nur ich, sondern Battle Time. Das haben wir schon viel früher auch oft gesagt. Also Battle. So. Kennt ihr das? Ja, auch irgendein Ohrwurm und dann kriegt das nicht los. Also, heute habe ich einen Ohrwurm. So, gut. OLC, MRC. Das ist 9. War das 9 Jahre? Steht da drauf? Stand irgendwo hier drauf. Flasche stand drauf. Da steht hier. 7 Jahre, aged
7 aged years in oak casks. Wow, 7 gegen 9. Okay, okay. Was habe ich vergessen fast? Nicht nur fast, ich habe gänzlich vergessen. 9 Jahre ist das, 7 Jahre war jenes. Yep, okay, cool. Okay, Farbe erst einmal. Da könnt ihr mitbestimmen. Was sagt ihr dazu? Die sind knapp beieinander. Ich merke echt kaum einen Unterschied. Okay. Wenn ich sagen müsste, welche ist dunkler, ich würde sagen, der OLC Hauch. Wie ich sagte, sehr weich, sehr rund an der Nase hier. Der MRC hat mehr, jetzt kommt ein Hauch von Schwefel dabei herauf. Und da ist tatsächlich ein bisschen mehr Rotwein. Ja, an der Nase, nochmal. Ich muss ehrlich sagen, der gefällt mir besser, OLC, weil er runder, weicher, süßer ist. Dennoch, wenn ich mit den Worten von Bart, von Scotch Test Dummies spreche, also ein junger, rauer, torfiger Whisky ist manchmal besser. Werden wir es so sehen. Also OLC, 55, Mann, ich hab's nicht drauf, 1%. Hier war denn dort 59,2. Also mit der MAC, ich weiß, ich habe den nicht mal probiert, aber ich habe es vor einer guten halben Stunde im Mund gehabt, war der wild und rote Grütze und schön. Hier habe ich irgendwie eine nicht harmonische, gegeneinander kämpfende Süße mit einem Grunddistillat. Also das war irgendwie toll. Also das war wie in einem Porsche durch die Gegend zu fahren. Also ein bisschen Hilfe, ich werde sterben. Das ist cool, mach weiter. Und das ist irgendwie wie eine S-Klasse Mercedes. Oh, ich fahre schon 190? Habe ich nicht gemerkt. Ich probiere nochmal. Aber irgendwie habe ich ein Problem hier. Ich habe gerade geschaut vorhin, also, wer war das jetzt hier? Da waren ein paar Leute, die schon ein paar Videos dazu gedreht haben. Das war zum Beispiel jetzt hier, Whisky Gold hat den schon gedreht, am 28. Mai, ich bin hinterher. Wie ist er so früh da reingekommen? Cool. Und auch dann am 24. Mai hat hier tatsächlich Peter vom Whisky Turntable das auch gemacht, auch cool. Und er hat das verglichen mit dem Port Asik. Und so wie ich es weiß, macht hier Whisky Gold nie irgendwelche Vergleiche. Ansonsten gibt es keine, der ein Video dazu gemacht hat, den ich bisher gefunden habe zum Drehpunkt. Nur noch Ben, der die ganze Zeit redet davon. Bei whisky.com News, wie bei whisky.de News und so weiter. Ist ölig, kleines bisschen trocken, Orange habe ich, Orangenschale, der Sherry ist aber nicht überwältigend. Ich habe nicht eine tolle oder lose Note. Ich habe gerade vorhin ein Video gedreht, in dem es um Odoroso und europäische Eiche ging. Das war sowas und genau richtig. Kleines bisschen eine schokoladige Moment.
Fast wie eine Minze habe ich. Weich. Wie ich sagte, ein bisschen zu S-Klasse mäßig. Oh, scheiße, ich fahre schon 190. Der MRC. Ist zwar mehr Estrigenz, aber gerade durch diese Weinfässern, gerade durch hier diese rote Beeren, rote Grütze-Moment, gerade mit den 59,2% kriegt er einfach eine Wildheit, der mir gefällt. Und beide von dieses ist Rauch okay eingebunden, damit kann man nach dem zweiten Schluck einfach mal damit, kann ich damit leben. Es lenkt ab, es stört nicht mehr, es lenkt nicht mehr ab. Es ist einfach gut gemacht, wie einfach Bruichladdich das so macht bei Port Charlotte. Aber ich habe echt arg Probleme jetzt hier, nachdem ich den im Glas hatte, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, nachdem ich diesen für gut befunden habe, hier rüber zu gehen und zu sagen, oh ja, OLC, cool. Also der OLC überfordert hier meine Fähigkeiten zu switchen. So, was ich immer wieder gerne zurzeit mache, da war ich ein bisschen zu großzügig. Hat eher mit der Flasche was zu tun als mit mir. Also, ich werde gleich hier das runter verdünnen auf ungefähr 25%. Ja, was ist da? 55,1% verdünnt auf Pi mal Daumen 20-25%. Also ein ganz, ganz ähnlichen Geruch, was ich hier hatte. Verdünnt, also ein bisschen Fahrradschlauchluft, ein bisschen gebrannte Gummi. Nicht unbedingt ein Geruch, wo ich sage, wow, aber irgendwie gehört das denn doch jetzt hier zu Port Charlotte. Die ganze Zeit denke ich an Rum. Diese Süße ist da. Also das ist hier merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Der Odoloso schmeckt nicht wie Odoloso. 18 Monate von seinem Leben in echten Odoloso Hogshead. Eine getrocknete, erdige, torfige Rauch mit geröstete Kaffee. Zitronen, nee, Limette, Entschuldigung, Feigen, Schokoladen und Vanille kommen durch mit einem Hauch von Rauch. Und das war eher 30% als 20-25%, aber das war mein Fehler. Nicht genug Wasser reingetan. Probleme mit meiner Fläschchen hier. Okay, ich habe das ein 3 Plus gegeben und mit der Bemerkung, wenn du gerne rauchigen Whiskys hast, ist es ein 2 Plus. Das hier. Drei. Das ist irgendwie, da fehlt dieses tolle Port Charlotte für mich schokoladige Moment. Der Nase, jetzt kriege ich einfach ein bisschen Alkohol, leider. Ich habe zu früh eingeschenkt oder zu früh gerochen danach. Also ich wette mit euch, also jetzt, das Ding hat tatsächlich hier 89 Punkte bei Whiskey Base und der andere hat 88 Punkte.
offenbar bin ich hier nicht konform mit der Geschmacksrichtung hier von vielen, vielen Menschen. Also, das ist beerig und das ist süß, fast süffig. Ist das schlecht? Nein. Aber gegenüber den MRC ist er irgendwie ein bisschen so Weichei. Der kriegt von mir ein 3. Also der normale Inflationsrate hier bei Whisky. Also 2 Jahre später, 10 Euro mehr, 90 Euro, fast 100 Euro. Naja, ist so. Allerdings, da muss man langsam so sagen hier, der ist 9 Jahre alt. Und kostet 100 Euro. Das ist mehr als 10 Euro pro Jahr. Als ich meine Regel aufgestellt habe, pro Jahr 10 Euro Maximum, haben ein paar Leute mit mir gesagt, was machst du mit einer 10 Euro Whisky? 10 Jahre alt, bis spinnst du, Jason? Tada, ich spinne. Also diese Whisky hier für 7 Jahre wäre mit, okay, 70 Euro, ist ja 80 Euro, hat er gekostet. Auch schon teuer. Aber wenn man die Regel da bei Optimo aufsetzt für 3 Jahre alt und man bezahlt 200 manchmal Euro dafür, nee, also da werde ich nie irgendwie diese Geheimnisse von Optimo da ganz verstehen. Ich bin da erstmal die Geheimnisse von einem bruchleidigen Port Charlotte hier zu entdecken und langsam für mich einfach mal zu kennen. So, jo, genau, 4 plus für Preis-Leistung, meiner Meinung nach, ja. Also, wenn du mich fragst, MRC ist besser als der OLC. Der OLC ist tatsächlich viel weicher, viel runder, viel geschliffener. Das ist ein bisschen brachialer, ein bisschen mehr wild und ein bisschen mehr Beeren mit echt richtig schönem Weineinfluss. Ja, wer was haben will, der wird immer schwieriger zu kriegen. Der wird noch ein bisschen geben bei einer limitierten Auflage hier von 30.000 Flaschen. Hier waren nur 8.000 Flaschen. Ich habe sie immer noch gekriegt, jetzt hier für ein paar Wochen. Das bei 30.000 wird dann noch ein bisschen dauern. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Leider sind die beiden schon durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe geteilt oder verteilt. Beide kamen aus Set rein, beide waren schnell weg, wie man sich vorstellen kann. Hat allerdings fast 3 Stunden gedauert, weil ich es irgendwie morgens gemacht habe und die meisten Leute haben das nicht erwartet. Wer mit mir in Kontakt treten will, mowhiskeyjason@gmail.com und sonst werden wir uns hier jeden Tag um 17.30 Uhr sehen für irgendein Video und am Sonntagabend bei 21 Uhr hier für einen Livestream. Wer mich unterstützen will, klick auf Membership, klick auf Join. Da könnt ihr schon für 1,99 Euro im Monat dabei sein und ihr kriegt Behind-the-Scenes-Infos. Ihr kriegt dann da eine Stunde vorher bei meinen Flaschenteilungen Zugriff auf diese Sache und ihr kriegt dann jede Woche ein kleines Infovideo von mir und ihr werdet Teil von meiner Superfans Whisky Jason Gruppe. Alles Gute, bis dahin bei WhatsApp. Ciao!